Hallo, liebe Freunde der virtuellen Zauberei. Wir sind hier wieder an der Stelle, wo ich das letzte Mal so richtig auf die Mütze gekriegt habe. Und ich habe einen neuen Schlachtplan mir ausgedacht. Und zwar versuche ich, da zu kämpfen, wo der Troll hoffentlich nicht so hinkommt. Ob mir das gelingt, das sehen wir nach dem Intro. Da sind wir auch schon wieder. Und ich habe hier eine Duellierleistung. Entwaffne einen Gegner. Das werden wir doch gleich mal versuchen. Ja, es geht natürlich nicht. So, den haben wir entwaffnet. Das haben wir geschafft. Zack, den Hammer explodieren lassen. Ja, der Troll kommt trotzdem. Und zwar piss ich mal von hier. Geh mal dahin. Komm. Ja, Troll, ist gut. Und tschüss. Er braucht schon Trolle. Oh, das war der Troll. Das war kacke. War nicht so geplant. Lass mich doch mal hier weg. Oh, er kommt aber überall hin, der verkackte Troll. Sieht's da aus? Ja, da kommt er auch hin. Ich kann dem Troll nicht ausweichen. Oh, ich bin zu langsam. Katastrophe. Ja, da war nix. Jetzt haben wir nur noch den Troll. Nee, da oben ist noch einer. Den machen wir erstmal so schnell weg. Der nervt eh die ganze Zeit. Ich glaube, von dem lässt sich auch nicht beeindrucken, oder? Wenn ich den verwandle? Nee, ich denke gar nicht. Imperio? Oh, das ist ein bisschen. Oh, Imperio ist gar nicht so. War Imperio. Feige Sau, komm her! Imperium!
will die haben. Macht denn gar keinen Schaden, verdammte Scheiße hier. Ja. Komm, trinken. Der Wand zum Stehen gekommen, das war nicht gut. Mein großer Freund. Oh, wir haben es geschafft. Jetzt können wir unsere Trophäen einsammeln hier. Jawohl, Mega Power dran. Kann ich gut gebrauchen. Habe ich wieder meinen ganzen Vorrat hier. Trollpopel. Wer sammelt freiwillig Trollpopel ein? Und wer macht sowas in ein Rezept? Oh, ein Schaden. Der besser ist, wie den, den ich trage. Und den kann ich natürlich noch nicht anziehen. Das ist doch doof. So, haben wir hier alles eingesammelt, was einzusammeln war. Ne, da liegt noch was. Nehmen wir natürlich mit. Haben wir uns ja verdient. Da liegt noch Knete. Da hinten ist noch eine Truhe. Iuiui. Da auch. Kohle? Das ist eine große Truhe. Wie viel Platz habe ich denn noch? Nicht, dass ich da jetzt die aufmache. Ja, lässig. Passt. Weil wenn man die einmal geöffnet hat, da ist das Zeug weg, was drin ist. Diese großen Truhen hier. Da sind meistens Dinger drin, die man erst erkunden muss. Ja, wie ihr seht, ja hier mit dem Fragezeichen. Aber hat man die Kiste einmal auf, ist das Zeug weg. Was da drin ist. So, jetzt hätte ich gern wissen, wo es weitergeht. Komm ich da hoch? Ach, steigt man doch den Buckel runter. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. So. Muss doch irgendwie da rüberkommen. Geht's da irgendwo hoch? Von da bin ich gekommen. Bringt mir ja nichts, wenn ich da. Rebellion. Wieso bin ich da runter, wenn ich jetzt wieder hoch muss? Ich kapiere das nicht. Irgendwie verschließt sich mir jetzt da der Sinn. Ja, dann gehen wir halt wieder hoch. Ach da, vielleicht muss ich deswegen, dass ich ja das Feuer anmache. Konfringo! Jetzt dreht sich hier was. Wie mir das weiterhilft. Keine Ahnung. Ja. Ab nach oben.
Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ich muss die Plattform näher heranziehen. Ja, Witzbold. Das weiß ich auch. Aber die will nicht näher kommen. Und jetzt geht's vor allem mal. Gegnerchen. Stehen, einschlafen. Ja, Tori, geht gar nichts. Da ist jemand. Du bist aber nicht mit Leib und Seele dabei. Du bist hier. Ich hoffe, das Locker kommt nicht über den Weg. Du kommst. Verwehr dich bei. Protein. Mal meinen Standpunkt klar machen hier. Anstrengend hier. Ah. Daran ist allein Renrock schuld. Genau. Mr. Renrock. Sammeln. Oh, wieder ein Mega Power Trank. Ich glaube, das kann ich hier unten wirklich brauchen. So, was haben wir hier? Mit Incendio sollte ich die Flammen entzünden können. Nee, wirklich? Confrinco. Aber mit Confrinco auch. Haha, was sagst du jetzt, mein Freund? Oh, wir haben einen Aufzug. Ja, bevor ich in den Aufzug steige, muss ich erstmal hier gucken, ob ich da was finde. Da geht es nicht weiter, aber da hinten war noch was. Ne, der muss wieder da hoch. Und da oben lang gehen. Ja gut, das machen wir. Das ist mir's wert. Das ist es mir wert. So. War ich da schon? Ja, da war ich schon.
geht sie auf. Entlang. Na, da bin ich aber auch schon gewesen. Es war vorhin. Ja. Zack hier. Da bin ich gerade im Kreis gelaufen. Ja, das habe ich angemacht. Ja, okay. Da bin ich halt jetzt im Kreis gelaufen. Sorry, tut mir leid. Gehen wir wieder zurück. Da geht's auch nicht weiter. Dann eben doch da. Zack hier. So. Da geht's runter. Bin ich runter? Glaube nicht. Revelio. Ne, da haben wir. Oh, da ist noch eine Truhe. Okay. Runter war doch nicht so schlecht. Aber das war's auch schon. Mehr gibt's hier unten. Dann steigen wir eben in den Fahrstuhl. Wenn ich ihn noch finde. Da war's. Genau, das haben wir angemacht, dann kam der Fahrstuhl. Ich hoffe, ich erreiche Renrock vor, Lodgok. Lodgok ist hier? Ui, war aber nicht weit. Sammeln, sammeln. Ja, geht sie nur darauf. Revelio. Also die müssen ja Knete haben, wenn sie das überall rumliegen lassen. Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Ja, das sollte ich mich mal unsichtbar machen. Ach, schon wieder so ein Troll. Wollt ihr mir jetzt veräppeln? Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Ja, den Troll hebe ich mir zum Schluss auf. Das könnte nämlich unangenehm werden. Oh. War doch nicht so gut. Lumos. Was mache ich hier mit Lumos? Nee. Länger wie du halt hier durch. Autsch, autsch! Ich werde dich
ist hier nichts mehr. So, Troll, nur noch wir beide. Kein Tränke mehr. Jetzt wird's los. Koloss weniger. So, Freunde. Ich denke, nach diesem Kampf haben wir uns ein Päuschen verdient. Rebellion. Ich sammle hier noch das Zeug auf. Und dann würde ich sagen, ich Feierabend hier heute. Ich muss so den Bohrer irgendwie stoppen. Ja, den Bohrer machen wir dann morgen platt. Ich hoffe, da seid ihr wieder mit dabei. Würde mich freuen. Und ich würde sagen, schaut doch morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao, ciao, euer Obi.